Guten Abend, Jessie. Annette, hallo, bist du wach oder musst du her? Manidoran, weiblich, ist so bezaubernd. Es kuschelt sich ständig an mich und, wir besiegten vor geraumer Zeit ein wildes Radfratz mit nur einem Schlag. Aber wir hatten Mitleid mit ihm. Okay, ich rufe später an. What the fuck? Gut, ich bin ja beim Namenbewerter, denn ich möchte gerne einen Namen ändern, und zwar den von Lapras. Nicht, weil Daniel kein schöner Name mehr wäre. Magst du den Namen nicht? Ja gut, dann geben wir ihm halt einen neuen, ne? Sondern, weil ich mir dachte, vielleicht könnte ich einen Namen mit mir rumtragen, der immerhin mich irgendwie teilweise in dieses Team reinholt. Den Namen Daniel werde ich jedoch tatsächlich auch noch vergeben. Jedoch zu einem anderen Anlass. So, jetzt können wir uns hier rüber begeben. Jetzt kann ich diese Beere auch holen. Es ist nämlich mittlerweile nach 0 Uhr. Das bedeutet, dass es die perfekte Zeit ist, um Richtung Oliviana City aufzubrechen. Ja, richtig. Wer nach Oliviana City aufbrechen wollte, soll dies nach 0 Uhr tun. Ihr sucht die Logik. Es gibt keine. Hört ihr diese Aussage? Es gibt keine. Gut. Es gibt natürlich wieder einige Sachen, über die man reden kann, wo ich noch nicht zukam. Zum Beispiel würde ich mal gerne über die DVs in diesem Spiel reden. Zunächst würde ich aber noch auf die Tag-Nacht-Umsetzung hinweisen, die ich ja bei diesem Spiel sehr gelungen finde. Ich bin ja großer Fan von der Nacht hier. Und es war tatsächlich so, dass es dieses System, den Rubin-Server, Smart Feuer, Rubin Grün, aus der kompletten dritten Generation nicht gab. Allerdings in Rubin-Server Smaragd gab es durchaus ein Tag-Nacht-System. Jedoch wurde das nicht angezeigt grafisch. Leider nicht, es blieb immer bei der gleichen Helligkeit oder eben Dunkelheit. War nicht so episch gemacht wie hier, weil hier ist es einfach nur richtig, richtig geil. Wie die Welt hier bei Nacht aussieht. Und es war auf jeden Fall auch ein riesiger Schritt, weil komm, so eine Atmosphäre hier nachts zu erzeugen, das ist einfach nur richtig, richtig guter Job von Seiten der Entwickler. So, jetzt bitte mal kurz auf was verweist. Moment, wo sagtest du, kommst du her? Na, Borgia? Professor Lind wohnt dort, nicht wahr? Du hast einen langen Weg auf dich genommen, um hierher zu gelangen. Das habe ich. Und hört euch den Remix an. Route 38 hat einen ganz speziellen Remix. Oliviana City, Teague City. Der ist auf jeden Fall, den hat man so noch nicht, oder? Ich habe übrigens die Soundqualität nochmal etwas verbessert. Merkt man, glaube ich. Und ja, dann schauen wir hier mal, was wir hier für Pokémon antreffen können. Dabei auf jeden Fall, Generation 3 war das noch nicht so weit verbreitet, dass man das unbedingt bräuchte, diese Tag-Nacht-Funktion. Kam dann aber in Generation 4 zurück. Da gab es dann jedoch 5 Tageszeiten, die angezeigt wurden. Natürlich nur 3, wo man unterschiedliche Pokémon fangen konnte. Aber ja, 5, die angezeigt wurden. Also Diamond, Pearl, Platin, Heart, Gold und Soul, Silver. Und da hat man es zwar nicht so gut gesehen wie hier, finde ich, aber es war trotzdem in Ordnung. Dennoch, wie gesagt, ich finde, da hat man eigentlich relativ wenig von der Nacht gesehen. Das war hier irgendwie beeindruckender. In Generation 5 und 6 hat sich das dann fortgeführt, dass man nachts einen anderen Einblick hatte und eben die Tageszeiten variiert haben. Zwischen morgens, mittags, nachmittags, abends und nachts. Jedoch hat man da ab da an keine Pokémon mehr an unterschiedlichen Sachen gefangen. Generation 5 war es dann nach Jahreszeiten aufgeteilt. Und nicht mehr nach unterschiedlichen Pokémon. Ich weiß, also nicht nach unterschiedlichen Tageszeiten. Ich weiß nicht warum. Ich meine, das war eine ganz gute Idee mit den Jahreszeiten. Aber stattdessen macht es doch irgendwie wenig Sinn, dass plötzlich keine Pokémon mehr betroffen sind. Je nach Tageszeiten geordnet. Das habe ich auf jeden Fall nicht verstanden. Aber gut. Und ja, dann hat sich das natürlich so fortgeführt, dass in Generation 6 es weder Jahreszeiten gab, noch gewisse Tage. Ja, wobei doch. Das ist jetzt falsch. Es ist halt im Moment noch etwas schwierig, genaue Daten
aufzustellen, dass keine genauen Daten vorliegen, aber es scheint doch so, dass es jetzt wieder unterschiedliche Tageszeiten gibt für die einzelnen Pokémon. Jedoch die Jahreszeiten scheinen nicht berücksichtigt worden zu sein, jetzt wieder in Generation 6. Also ist immer wieder ein Auf und Ab. Grafisch finde ich aber merkbar in Generation 6 fast am wenigsten, was den Unterschied angeht. Das Gute, wenn man von Generation 3 absieht, wo es überhaupt keine grafischen Unterschiede gab. Finde ich ehrlich gesagt relativ schade, weil da bin ich auf jeden Fall ein großer Fan von. Und wenn ich Generation 3 LP, würde ich das auf jeden Fall mit dem Day-Night-Hack machen. Da gibt es da nämlich einen Hack, den ein Freund von mir entworfen hat, der es möglich macht, das Ganze auch bei Nacht zu spielen. Und zwar wirklich, dass es dann dunkel wird, wenn die Zeit reif ist. Und das ist dann schon sehr geil, aber jetzt genießen wir erstmal dieses Spiel so gut es geht. Ja, bevor ich was zu den Defos sage, noch hier zu der Route 38, was ja diesen epischen Tune hat, der so auch nicht in den anderen Routen spielt. Da ist auch eine der tollen Sachen bei dem Spiel. Man hat wirklich viele unterschiedliche Routen-Tracks hier, wie ihr seht. Das war zum Beispiel etwas, wo es in Schwarz und Weiß am Anfang etwas problematisch war, auch in Pokémon X und Y, aber hat sich... Hier war das auf jeden Fall noch ziemlich toll. Und ja, wie gesagt, Pokémon, die man hier fangen kann, so 30% Radikal, 20% Magnetilo kann man hier zu jeder Zeit fangen. Morgens und tagsüber kann man Tauburger zu 10% fangen, Radfratz zu 30%, Tauros und Miltank zu je 5%. Und nachts kann man Mauzi zu 40% und Noctu zu 10% fangen. Snubbull ist hier nur in Gold und Silber fangbar, jedoch nicht in Kristall. Aber ansonsten kann man hier sowohl Tauros als auch Miltank fangen. Tauros kann man zum Beispiel, beziehungsweise man kann auch beide in Gold und Silber fangen. Aber, ja, wenn wir beide sind einigermaßen zu empfehlen sind, das sind die schlechtesten Normal-Pokémon. Achso, möchte ich die Nummer von ihr. Sie liegt in einer relativ guten Position, um einen Rückkampf gegen sie machen zu können. Deswegen würde ich sagen, löschen wir die Annette und geben ihr unsere Nummer. Ja, ich habe wieder Platz. Ist das nicht schön? Okay, gut. Dann kommen wir noch zu den Kopfnussbäumen, die es hier auch natürlich wieder gibt. Ihr seht sie hier am Rand. Moment, jetzt probiere ich etwas aus, das ich heute gelernt habe. Achso, ist aber nur ein Streberjunge, okay. Ja, Habitak 80%, Griffel 20% und manche speziellen Kopfnussbäumen, Habitak 50%, Griffel 20%, Skaramon 30%. Relativ unspektakulär, wie ihr merkt, aber die Pokémon gleichen sich natürlich auch immer mehr. Es gibt nicht so viele unterschiedliche Pokémon, die man an Kopfnussbäumen fangen kann. Das hatte ich ja alles schon mal vorangehen der Leute, daher brauchen wir da jetzt auch nicht mehr allzu viel zu erwarten. Noch gibt es hier auch einen Pokémon-Schwarm, nämlich Snubbull-Schwärme, die hier auftauchen auf der Route 38. Snubbull zu 30% kann man dann finden und ja, dann gleichen sich auch die anderen Pokémon an, die man fangen kann. Radikal 30%, also Snubbull 30%, Radikal 30%, Magnetilo 20%, Porenta 10%, Miltank 5%, Tauros 5%. Warum Porenta 5%? Mag man sich denken. Wir können über Professor Eich reden, das macht sicher eine Menge Spaß. Nein, ich will nicht mit dir über Professor Eich reden. Oh, ich will nicht über Professor Eich treffen. Nein! Der ist mindestens genauso verliebt in Professor Eich, wie ihr sehen in Suicune, super. Aber ja, das ist nämlich was ganz Erstaunliches. Porenta war nämlich hier tatsächlich fangbar und ich hätte ihn auch gerne zum jetzigen Zeitpunkt als VM-Sklave gehabt. Aber das wurde mir leider verwehrt, denn sie haben ihn auf die Route 41 verschoben, was erst noch später kommt und was mir natürlich... Okay, das hätte ich jetzt... Ja, das ist jetzt eigentlich ganz schlecht. Es kommt komplett gewallt gegen ein Wassergestein-Pokémon. Es sei denn, Donnerstein, das soll ich auf jeden Fall wechseln, ja. Mache ich jetzt auch. Aber ja, das ist sehr, sehr problematisch, das Ganze, weil er eben ist, wie gesagt, auf der Route 41 chillt, wo ich ihn derzeit nicht erreichen kann, leider.
Deswegen muss ich es so machen, dass ich ihn einfach später fange. Aber ja, ein Goldzimmer war auf jeden Fall purenter hier. Auch ein Holdgold zu Silver wieder. Was jetzt aber das die Sache die ist, bei den Schwerben hat man irgendwie vergessen, scheinbar, anzugleichen. Weil es gab natürlich auch Stubble-Schwärme in Gold, Silber. Und die haben wohl einfach für Kristalle benommen, statt die Futter da anzupassen. Deswegen taucht hier, wenn ein Stubble-Schwärme ist, auch Brenta hier wieder auf. Das ist sehr paradox. Aber es ist so. Und ja. Übrigens, diese Göre Rosemarie, die wir vorhin besiegt haben, die gibt einem tatsächlich einen Donnerstein, wenn sie einen anruft. Für so Trainer, wenn sie sich ein Pokémon weiterentwickeln, kannst du diesen Prozess aufhalten. Drücke während der Entwicklung den B-Knopf. So wird das Pokémon erschreckt und es bricht die Entwicklung ab. Ja, ich hatte euch jetzt schon mal erklärt, wann man das eigentlich machen sollte und wann es eben nicht ratsam ist. Oliviana City bis Teak City. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Und ja, soweit zu der Route 38. Das ist eben, wie gesagt, etwas komisch mit diesem Purenta. Und ich bin auch nicht so froh mit der Entscheidung, dass der Fundort da verschoben wurde. Aber gut. Muss ich jetzt später Purenta fallen. Es wäre eben gut gewesen, hätte ich ein Pokémon gehabt, das der Schneider und Fliegen kann. Und das sind die vor allem, die ich noch brauche. Weil Ibitak macht irgendwie wenig Sinn, das beizubringen. Gut, Sichnor wäre es vielleicht einigermaßen interessant, wenn das nicht funktionieren würde, dass der Gute fliegt. Aber das ist halt so eine Sache, weil wie will ein Sichnor einen wirklich wegfliegen? Mein Taub, sie kann das ja, aber das ist eine schwierige Sache. Gut, zu den DVs noch. Die DVs funktionieren nämlich tatsächlich seit Generation 1 so, wie sie in Generation, auch in der heutigen Generation 6 noch funktionieren. Bei den DVs ist es so, jedes Pokémon hat bestimmte DVs, die es von Geburt an hat. In Rot-Blau war es vom Fangen des, von dem Moment an, wo man das Pokémon gefangen hat, an. Hier natürlich sowohl von dem Moment, wo man es gefangen hat, als auch wo man, wo es geboren wurde, weil ab hier die Pokémon geboren wurden, und zwar immer auf Level 5. Erst ab Generation 4 dann, dass sie auf Level 1 geboren werden, was einfach mehr Sinn macht, wenn man ganz ehrlich ist. Gut, das ist jetzt der Psycho André hier auf dieser Route. Also macht auf jeden Fall mehr Sinn. Und das sind Werte zwischen 1 und 31. Unsere bekömmliche Milch ist sehr erfrischend. Die zufällig verteilt werden, je nachdem, das sind die keinen festen Parameter, und 31 ist eben die maximale Anzahl. Für jeden DV. Das heißt, wenn man überall 31 DVs hat, hat man maximale DVs, aber das ist fast unmöglich zu erreichen. Und hier sind lauter Miltanks. Und es ist eben wirklich schwierig, muss man sagen, Pokémon maximalen DVs zu halten. Das Züchten heutzutage jedoch ist wirklich enorm besser geworden. So. Gehen wir einfach mal da rein und reden mit ihnen. Das Spiel wird die schöne Musik aus Teak City. Ich liebe sie so sehr. Unsere Milch wird sogar nach Kanto geliefert. Wenn uns unsere Miltank keine Milch mehr gibt, haben wir echte Probleme. Das hört sich nach einem Problem an. Mein Miltank gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Fast jeder trinkt sie gern. Es würde mir viel Milch geben, wenn ich es mit vielen Bären füttern würde, glaube ich zumindest. Ja, das könnte funktionieren, aber probieren wir das nochmal mit diesen Bären aus. Miltank ist krank, es braucht viele Bären. Oh. Miltank ist krank, es braucht viele Bären. Also wenn einer von den Schlappschwänzen hier stehen würde, würde ich ihn nicht füttern, aber ich kann das arme Tier nicht leiden sehen, deswegen gebe ich ihm jetzt Bären. Ja, das ist sehr lieb. Aber für euch sehen würde ich das nicht machen, denn der würde ich verrecken lassen. Und für Silver auch nicht. Ja, das verstehe ich. So, ihr seht, dafür haben wir diese ganzen Bären gebraucht, die ich so emsig eingesammelt habe. Ihr seht, das war nicht umsonst. Denn Miltank braucht eine Menge Bären. Ich glaube, 6 Stück benötigt es. Miltank eine Bäre. Nee, sogar noch mehr, wie es mir scheint. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile sogar bei 8. Aber es hat ausgereicht. Miltank ist völlig gesund geworden. Wow.
Es passt aber wirklich gut, diese Musik hier rein, oder? Wir füttern Miltank. Wir füttern Miltank. Also diese Musik ist definitiv ein Masterstück, das auch. Aber pff, ich könnte mit dieser Musik doch tagelang für das hier. Du hast unserem Miltank geholfen. Jetzt gibt es wieder Milch. Hier für deine Mühen. TM13. Eigentlich würde ich jetzt komplett ausrasten. Denn TM13 ist sonst immer ein Strand, außer in diesem Spiel hier ist es Schnarcher. Das hier ist Schnarcher. Das ist eine seltene Attacke, die nur ein schlafendes Pokémon einsetzen kann. Überlege dir gut, wie du sie anwendest. Ja, Schnarcher, diese Kombination habe ich mir... Beziehungsweise gut, Schnarcher ist nicht so stark, das ist einfach, sind einfach nur 40 Stärke, wenn das Pokémon schläft. Schlafrede ist ja schon deutlich interessanter, denn dann setzt die anderen Attacken, die es kann, ein. Inklusive Erholung, um sich immer wieder aufzuheilen. Das geht in dieser Generation nämlich noch. Schade, dass diese Kombination heute nicht geht. Wäre bei vielen Stallern bestimmt eine epische Kombination. Aber andererseits wäre es vielleicht doch etwas overpowered. Wie findest du die Milch von meinem Miltank? Sie ist mein ganzer Stolz. Gib sie einem Pokémon, um dessen KP aufzufrischen. Ich gebe sie dir für 500. Definitiv eine Empfehlung. Kumo-Milch heilt nämlich 100 KP und kostet 500 Poké-Dollar. Achso. Oh. Kann ich mir nicht mehr kaufen. Muss ich dann am nächsten Tag wiederkommen. Schaue ich jetzt mal kurz. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Okay, also ich kann wohl nur einen am Tag haben. Auf jeden Fall 100 KP werden aufgefüllt, kostet nur 500. Viel epischer wie ein Zaubertrank, der 700 kostet und nur 50 KP heilt. Und sogar epischer wie ein Tafelwasser. Oder Limonade. Daher wirklich lohnenswert das Ganze. Aber gut, Leute, ich bin dann den Part mal an dieser Stelle. Und danke für euch für Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und das nächste Mal geht es dann weiter. Hier auf der Route 39. Bis dann.